Die legendären Performance Days am Red Bull Ring standen wieder einmal ganz im Zeichen der jungen spanischen Marke Cupra. Kunden, Journalisten und Händler hatten die Möglichkeit, die gesamte Produktpalette auf actionreiche Art und Weise kennenzulernen. Martin Grabowski sprach dazu mit Timo Sommerauer von Cupra Österreich. Timo, was erwartet uns konkret 2024 bei Cupra? Neben zahlreichen Modelle und Markteinführungen, die wir neu bekommen, setzen wir unsere gesamte Kooperationslandschaft fort. Wir machen unsere Events wieder wie hier die Cupra Performance Days in Spielberg, das große Beachvolleyballturnier in Wien. Modellmäßig tut sich auch viel. Wir starten mit dem Cupra Terramar und dem neuen vollelektrischen Tavascan. Der Tavascan ist ja hier hinter uns. Was kannst du mir zum Tavascan erzählen? Ja, das wird das neue Flaggschiff der Marke Cupra werden. Und da müssen wir schon ganz klar sagen, der wird vollelektrisch. Der bekommt Allrad bis zu 340 PS, eine Reichweite von über 500 Kilometern. Und das Schöne, wir starten bereits jetzt mit dem Pre-Booking. Wird Cupra in absehbarer Zeit rein elektrisch oder kommen noch Verbrenner? Es kommen noch Verbrenner. Mit dem Cupra Terramar bekommen wir noch ein Modell mit einem Benzinmotor und mit einer Hybridvariante. Und dann geht es in eine rein elektrische Version. Kannst du mir zum Terramar mehr erzählen? Also wir wissen, die Markteinführung steht nächstes Jahr in 2024 im Herbst bevor und wir freuen uns bereits jetzt dann mit diesem Fahrzeug im Vorverkauf im Frühling starten zu können. Und welche Sondermodelle erwarten uns 2024? Wir starten bereits jetzt mit dem Sondermodell mit den Tribe Editions beim Formentor und beim Leon. Wir beschreiben den Cupra Tribe als die Bewegung hinter der Marke Cupra und darum haben wir die Sondermodelle Tribe genannt. Das sind gut ausgestattete Leon, Leon Kombi, aber auch Cupra Formentor Modelle, die es jetzt mit Preisvorteilen von bis zu 7.000 Euro gibt. Kannst du mir ein bisschen mehr über die Ausstattung noch verraten? Die wichtigsten Highlights sind an Bord. Wir haben große Felgen, wir haben das größte Infotainment-System, was es gibt, Voll-LED-Scheinwerfer, die ganzen Fahrassistenten, ACC und so weiter, alles schon serienmäßig mit an Bord. Zurück zum Event. Was wurde eigentlich angeboten? Und die erste Station ist die Rennstrecke. Also Sie haben das Erlebnis unter geführter Voreigenschaft, auch den Formentor VZ5 mit 390 PS auf der Rennstrecke, auf der Formel 1 Rennstrecke zu testen. Die zweite Station ist der Scenic Drive. Also Scenic Drive heißt für uns, man kann die ganze Cupra-Palette probieren und testen und ausnutzen. Und natürlich auch vom elektrischen bis zum Verbrenner alles verwerten. Und gleichzeitig haben wir als dritte Station dann noch die Dynamikplatte. Das heißt, das Ziel ist da, die Leute lernen die Vordynamik vom Auto kennen, lernen die Unterschiede zwischen den Modellen kennen und können so natürlich am Rundkurs die Bestzeiten fahren. Man glaubt nicht, was diese Serienautos wirklich hergeben. Am Anfang musst du erst ein Serienauto am Österreichring auf der Rennstrecke denkst du, naja, aber ich muss sagen, einige Mal da geht schon ziemlich das Abfall, wie wir gerne sagen, und da musst du schon zusammenreißen und da schauen, dass du keinen Gräber Vorfehler machst, aber unheimlich coole Veranstaltung. Das Wetter haben sich verdient mit extrem coolen Autos. Ich selber fahre am Cupra Born, der auch hier ist und mit dem auch hier auf der Rennstrecke fahren kann. Und den würde ich gerne mal testen, wie der reagiert auf wirklich so am Niveau bei einer Rennstrecke zu fahren. Cupra steht für Emotionen, für Leidenschaft und alles, was ich mache, habe ich auch mit sehr viel Emotionen und Leidenschaft gemacht und darum, glaube ich, verbindet uns die Marke sehr. Ja, wir kommen von der Rennstrecke und das ist wirklich beeindruckend, was die Autos dort leisten. Also nicht nur die Performance, sondern vor allem auch die Bremsen, die werden hier richtig beansprucht am Red Bull Ring. Als Performance-Marke gilt es bei so einem Event auch immer, Emotionen auch auf Social-Media-Kanälen zu transportieren. Mit dabei deshalb auch einige Influencer. Was verbindest du mit Cupra? Cupra steht für mich tatsächlich so für Sportlichkeit, für einfach ein bisschen out of the box denken. Wenn Anders. Ich mir ein Auto von Cupra aussuchen dürfte, dann wäre es auf jeden Fall der Formentor VZ5. Dieser Sound von dem Fünfzylinder, den 390 PS und dann vielleicht sogar noch mit dem Uptuning, das ist wirklich einfach ein Traum. Ich muss sagen, also nach heute ist schon, das kann man schon echt wirklich sich mal überlegen, so einen Cupra zu besorgen. Also es ist wirklich, in der Früh haben wir schon gehört, frech. Finde ich, trifft das Auto ganz gut. Frech, ein bisschen was anderes, rebellisch. Das trifft, glaube ich, generell die Marke und auch vor allem diesen VZ5, was ich da getestet habe, auch mit dem Driftmodus und so, dass das ein bisschen verspielt ist. Ja, also das, ich glaube, ja, rebellisch, kann man am besten sagen. Die Performance Days am Red Bull Ring waren wohl einmal mehr die beste Bühne dafür, um Werte nach außen zu tragen. Nicht zu vergessen, die adrenalingeladene und geschichtsträchtige Atmosphäre des Red Bull Rings. Sie begeisterte wohl alle Teilnehmer aufs Neue, indem man sein Fahrkönnen überprüfen und sich vielleicht sogar einen lang gehegten Traum erfüllen konnte. Egal ob auf der Formel 1 Rennstrecke mit dem 390 PS starken Formentor VZ5, im Dynamik-Rundkurs mit Leon und Ateca oder bei der freien Fahrt mit dem rein elektrischen Born.